Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video möchte ich mit euch die wichtigsten Punkte bezüglich den Freistößen in der Offensive durchgehen. Das heißt, eigene Freistöße in der gegnerischen Hälfte. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich das aufgeteilt habe in drei Bereiche. Erstens einmal der Bereich zentral vor dem Tor, 25 bis 30 Meter circa vom Tor entfernt, Bereich Nummer 1. Dann der zweite Bereich hier bei den Eckfahnen links und rechts, das ist dann unser zweiter Bereich. Und der dritte sind dann hier die Freistöße seitlich in diesen Bereichen. Das ist dann Punkt Nummer 3. Deswegen fangen wir auch gleich einmal mit Kategorie Nummer 1 an. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, wenn wir einen Freistoß hier in einer zentralen Position haben, wo wir direkt ein Tor durch diesen Freistoß erzielen können? Im Grunde genommen gibt es hauptsächlich drei Möglichkeiten, um von hier ein Tor zu erzielen, direkt. Erstens einmal, wir schießen unter der Mauer in diese Ecke. Zweite Möglichkeit, wir schießen über der Mauer in diese Ecke. Oder die dritte Möglichkeit, wir schießen auf die Torwart-Ecke. Das sind diese drei Möglichkeiten. Wenn jetzt natürlich der Torwart die Mauer hier schlecht einstellen sollte, dann ist natürlich die Möglichkeit da, dass von hier zum Beispiel ein Linksfuß, dass er neben der Mauer seitlich in diese Ecke reinschießt. Das natürlich. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Torwart ordnungsgemäß die Mauer richtig einstellt, dann gibt es wie gesagt diese drei Möglichkeiten. Drunter, drüber oder in die Torwart-Ecke. Welche Punkte sind noch wichtig zu beachten? Erstens einmal können wir natürlich die Mauer verlängern. Was meine ich damit? Wir können natürlich noch zwei Spieler hierhin positionieren und der Vorteil ist dann natürlich, dass die Sicht vom Torwart verdeckt ist. Das bedeutet, der Torwart sieht dann den Ball sehr, sehr spät und dann hat er natürlich weniger Zeit, um auf den Ball reagieren zu können. Das kann man mit ein oder zwei Spielern machen, je nachdem. Das kommt ganz darauf an. Was sind noch wichtige Punkte? Natürlich, wenn der Gegner hier hinter der Mauer einen Spieler positioniert, um vielleicht auf die Knie zu gehen oder um sich hinzulegen, damit diese flachen, scharfen Bälle unter der Mauer nicht möglich sind. Das muss natürlich der Schütze dann erkennen. Und dann gibt es wieder die zwei anderen Möglichkeiten, und zwar hoch drüber oder in die Torwart-Ecke. Aber das muss ja, wie gesagt, der Schütze erkennen. Ein weiterer Punkt, wenn zum Beispiel ein Spieler hier bei der Stange steht, damit er diese Ecke absichern möchte, sollten das unsere Spieler erkennen und sollten sich sofort in diesem Bereich hin positionieren. Warum? Weil dann natürlich wieder es für den Torwart sehr, sehr schwer ist, weil dann hier sehr viel Verkehr ist, sehr viele Spieler sind da und er sieht dann den Ball sehr schlecht bzw. nicht klar. Und außerdem, wenn der Spieler hier ist, dann hebt er das Abseits auf und deswegen sollte man diesen Bereich unbedingt besetzen. Natürlich kann es auch so sein, dass kurz bevor er schießt, dass dieser Spieler nach hinten läuft. Wie gesagt, wenn wir das auch erkennen, dann macht es auch Sinn, kurz bevor er schießt, wenn er zurückläuft, dass wir sofort in diesen Raum gehen. Welche Punkte sind noch wichtig? Ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Nachgehen. Warum? Oder was meine ich damit? Wenn der Schuss kommt, sollten unbedingt unsere Spieler sofort nachgehen, um für den zweiten Ball da zu sein. Es kann ja natürlich sein, dass der Torwart vielleicht den Ball nur prallen lässt, ihn nicht fangen kann und deswegen sollten wir sofort da sein, um für den zweiten Ball, damit wir dann abschließen können. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass natürlich macht es keiner absichtlich, dass er vielleicht übers Tor oder neben dem Tor schießt, das ist schon klar. Aber wenn es möglich ist, dass wenn der Freistoß natürlich zum Beispiel näher zum Tor ist, vielleicht knapp an der Strafraumgrenze, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach nur das Tor trifft. Warum? Weil wenn ich das Tor treffe und der Torwart, wie gesagt, den Ball nicht festmachen kann bzw. ihn nur prallen lassen kann, dann kann es noch immer sehr gefährlich werden. Und die zweiten Bälle, das ist wirklich eine ganz, ganz große Thematik. Aber wenn er natürlich drüber schießt oder daneben, mir ist schon klar, das macht keiner absichtlich, aber dann ist die Chance komplett dahin. Das heißt, wenn es möglich ist, immer das Tor treffen.
Meiner Meinung nach ist das ein wirklich ganz wichtiger Punkt, und zwar, dass zwei Spieler beim Ball stehen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir zum Beispiel hier den Freistoß haben, dann haben wir hier einen Rechtsfuß und hier einen Linksfuß. So, was ist jetzt der Vorteil davon? Der Torwart steht natürlich in der Ecke, in seiner Torwart-Ecke und wartet, dass der Schuss kommt, er weiß aber nicht von wem. Jetzt ist wichtig die Thematik drüber laufen. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, der Rechtsfuß soll den Freistoß schießen, dann ist es ganz wichtig, dass hier der Linksfuß über den Ball drüber läuft und so tut, als wie wenn er schießen würde. Weil was passiert? In diesem Moment macht der Torwart 9 von 10 Mal, macht er natürlich einen Schritt zur Seite, weil er natürlich nicht weiß, wer hier schießen wird. Und wenn da ein Linksfuß ist, wohin geht dann meistens der Ball? Natürlich versucht dann hier ein Linksfuß meistens über die Mauer in diese Ecke zu schießen. Meistens. Und wenn er da jetzt drüber läuft, dann wird, wie gesagt, höchstwahrscheinlich der Torwart aus Reaktion einfach einen Schritt rüber machen in diese Ecke. Und das ist dann die Chance für uns, wenn dann der Rechtsfuß schießt, dass er vielleicht scharf in die Torwart-Ecke schießt. Und das ist, wie gesagt, unsere Chance, diese paar Millisekunden, wo der Torwart einfach den Schritt auf die andere Seite macht, dass dann hier diese Ecke frei wird. Und wenn natürlich dann ein platzierter, scharfer Schuss kommt, dann kann es, wie gesagt, zum Torerfolg kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Freistoß im Bereich hier bei den Eckfahnen haben, dann gibt es für mich drei wesentliche Punkte, auf die man achten sollte. Erstens einmal, wenn der Freistoß nahe wie bei der Ecke ist, dann kann man ihn wie ein Eckball ganz normal reinspielen. Welche Punkte da zu beachten sind, könnt ihr euch in Ruhe im Video Eckball offensiv anschauen. Dazu habe ich ein extra Video gedreht. Da gehe ich dann natürlich noch mehr ins Detail rein. Der zweite Punkt ist, natürlich kann man den Ball auch ganz normal hoch reinchippen, aber der zweite Punkt, und der ist sehr wesentlich für mich, von der Seite sollte hier vielleicht ein Linksfuß schießen. Warum? Weil, wenn er hier nahe ist bei der Torlinie oder noch näher zum Tor, dann ist es wichtig, dass die Bälle scharf zum Tor kommen. Und da sollte natürlich ein Linksfuß schießen. Was meine ich ganz genau damit? Der Schütze sollte nur das Tor anvisieren und er sollte scharf den Ball hier aufs Tor bringen. Eine Faustregel gibt es, der Schütze sollte den Ball so spielen, auf die zweite Stange scharf, dass wenn kein Spieler ihn berühren sollte, dass er dann von selbst hier in das Tor geht, auf die lange Ecke. Warum ist das so gefährlich? Wenn hier ein Linksfuß scharf da reinschießt, kann alles passieren. Es kann vielleicht nur ein Spieler ihn abfälschen, vielleicht kann ein Eigentor passieren, vielleicht kommt ein Spieler von uns ran, vielleicht kommt der Ball direkt auf den Torwart und er kann ihn nicht festhalten, kann ihn nur abwehren und dann ist da hier natürlich sehr viel Verkehr, um dann den zweiten Ball reinzuhauen und deswegen ist es ganz, ganz gefährlich, wenn zum Beispiel von der Seite ein Linksfuß scharf aufs Tor schießt und von der Seite ein Rechtsfuß. Und der dritte Punkt, auf den man achten sollte, ist meiner Meinung nach dieser Bereich beim Elfer- bzw. beim 16er-Bereich. Weil meistens ist es so, dass die Freistöße hier, sagen wir mal, diese Spieler werden jetzt manngedeckt, diese Spieler laufen zum richtigen Moment, wenn das einstudiert ist, laufen sie in Richtung Tor. Das bedeutet, dass hier der Bereich 11er, 16er Bereich frei wird, wenn natürlich die Gegner Manndeckung spielen auf unsere Spieler und wenn hier natürlich keiner steht von den Gegnern, das ist natürlich klar, weil wenn einer hier den Bereich zudeckt, dann ist das sowieso nicht möglich, aber wenn hier keiner ist von den Gegnern, dann ziehe ich diese Spieler mit und dann kann zum Beispiel von hinten sich ein Spieler lösen, kann dann in diesen Bereich kommen und wir könnten dann hier flach zurückspielen. Und dann kann es direkt zum Torabschluss kommen. Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn es vielleicht einen Rechtsfuß spielen würde, aber es ist auch kein Problem, wenn das hier ein Linksfuß spielen sollte. Also von der Fluglinie des Balles wäre es kein Problem, ob hier Links- oder Rechtsfuß.
Wie gesagt, das sind die drei Punkte. Erstens einmal wie ein Eckball reinhauen. Zweitens scharf auf das Tor. Und der dritte Punkt, 11er bzw. 16er Bereich, flach zurückspielen und dann scharf auf das Tor schießen. Wie bei allen Standardsituationen ist auch hier bei den Freistößen seitlich der Schütze der Hauptdarsteller. Und da sollte man jetzt für sich entscheiden, ob man den Ball zum Tor spielen will oder ob man ihn weg vom Tor spielen will. Natürlich ist das ein ganz großer Unterschied, ob er zum Tor kommt oder weg vom Tor kommt. Wenn ich zum Beispiel in der eigenen Mannschaft sowieso nur einen starken Schütze habe, zum Beispiel einen Rechtsfuß, dann hat sich das erübrigt, dann kommt er hier weg vom Tor, auf der anderen Seite zum Tor. Wenn ich aber zwei gute Schützen habe, einen Linksfuß, einen Rechtsfuß, dann kann ich mir das schon wieder aussuchen. Welche Punkte wichtig sind bezüglich zum Tor oder weg vom Tor, das schauen wir uns gleich an. Erstens einmal sollte man auf den gegnerischen Torwart achten, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Wenn das zum Beispiel ein Torwart ist, der sehr, sehr gerne rauskommt, der das gut macht, der die Bälle abfängt, dann macht es natürlich mehr Sinn, den Ball weg vom Tor zu spielen als zum Tor. Weil da spielen wir dann natürlich genau in seine Karten. Wenn das aber ein Torwart ist, der zum Beispiel eher auf der Linie bleibt, der nicht so gerne rauskommt, dann macht es natürlich durchaus Sinn, wenn ich den Ball zum Tor spiele, weil es dann natürlich für ihn noch gefährlicher wird, wenn der Ball direkt auf ihn geschossen wird. Also auf diesen Punkt sollte man natürlich achten, wie der Torwart, der gegnerische Torwart sich verhalten. Beim zweiten Punkt geht es darum, wie sich hier die Verteidigungslinie vom Gegner verhaltet. Wenn sie sich zum Beispiel, entweder sie stehen schon von Haus aus sehr tief oder sie lassen sich immer sehr früh nach hinten fallen, dann macht es natürlich Sinn, den Ball zum Tor zu spielen. Warum? Weil da natürlich hier sehr viel Verkehr ist vor dem Torwart und da ist es natürlich schwer für den Torwart rauszukommen, weil hier sehr, 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 sehr viele Spieler sind. Natürlich macht es aber auch Sinn, wenn die Linie sehr hoch steht und der Torwart zum Beispiel einer ist, der gerne rauskommt, dann macht es natürlich Sinn, den Ball weg vom Tor zu spielen. Warum? Weil wenn ich ihn hier zum Tor spiele und die Linie bleibt etwas höher und dieser Torwart kommt gerne raus, dann ist das natürlich einfacher für ihn, weil er hier natürlich sehr viel Raum hat, hat keine Spieler vor sich, also beziehungsweise wenig Verkehr und dann kann er ohne Probleme rauskommen und den Ball abfangen. Also der zweite Punkt, sollte man natürlich achten auf die Linie, wie sie sich verhaltet und da dann entscheiden, ob zum Tor oder weg vom Tor. Beim dritten Punkt geht es um die Spielertypen. Was meine ich damit? Da sollte man unsere Spieler, die vorne mit dabei sind, die natürlich einen Kopfball setzen wollen, sollte man natürlich fragen, ob sie es lieber mögen, wenn der Ball zum oder weg vom Tor kommt. Natürlich macht es einen ganz, ganz großen Unterschied. Was ist der Unterschied? Wenn der Ball zum Beispiel hier weg vom Tor gespielt wird, dann kann man noch besser und noch schärfer den Ball mit dem Kopf setzen, als wie wenn er zum Tor geschlagen wird. Weil wenn der Ball zum Tor kommt, dann ist es meistens so, dass man ihn nur noch scherzen muss mit dem Kopf und das macht wiederum einen ganz großen Unterschied und deswegen ist jeder Spieler anders, ob er zum Tor will oder weg vom Tor. Da sollte man am besten natürlich mit den Spielern reden und sie befragen, was sie lieber haben. Und ein weiterer Punkt ist wichtig, dass man mit ihnen reden sollte, welchen Bereich sie am liebsten haben. Manche sagen, ich mag es, wenn ich auf die erste Stange durchlaufe. Andere wiederum sagen, ich mag es, wenn ich eher hier im Bereich beim Elferbereich bin, also zentral vorm Tor. Andere wiederum sagen, ich mag es, wenn ich auf die zweite Stange gehe. Also da ist es ganz, ganz wichtig, mit den eigenen Spielern zu reden, zu kommunizieren und sie zu fragen, was ihnen am liebsten ist, ob zum Tor oder weg vom Tor und dann natürlich auch die Positionierung bezüglich den Bereichen, dass man das dann ordentlich einteilt.
Wenn ich jetzt zwei Spieler hier draußen beim Ball habe, hat das natürlich ein paar Vorteile. Der erste Vorteil ist, man könnte vielleicht es kurz ausspielen, wenn hier zum Beispiel, wenn der Spieler zur Mauer zu spät kommt, oder wir sagen, wir wollen hier eine 2 gegen 1 Überzahlsituation ausspielen, kann man das durchaus machen. Aber ein weiterer Vorteil ist, wenn hier zwei Spieler sind, am besten natürlich ein Rechtsfuß und ein Linksfuß. Was ist der Vorteil? Wenn wir den Ball, sagen wir mal, der Rechtsfuß will ihn reinbringen, dann ist es wichtig, dass der Spieler hier, der Linksfuß, drüber läuft. Warum ist das wichtig? So wie vorhin erwähnt, bei den Freistößen zentral ist es auch so der Fall, wenn der Linksfuß drüber läuft, was passiert dann? Natürlich lässt sich die Linie automatisch nach hinten fallen, weil sie natürlich nicht wissen, ob er jetzt die Flanke bringt oder nicht. Deswegen ist es wichtig, drüber zu laufen, dann kommt die Linie schon automatisch näher zum Tor und wir sind dann natürlich automatisch näher beim gegnerischen Tor und deswegen ist es dann auf den Torwart noch schwieriger, um rauszukommen. Das heißt, wenn er drüber läuft, was hat das für Auswirkungen? Die Linie lässt sich natürlich nach hinten fallen und wir kommen dann natürlich noch näher zum gegnerischen Tor und dann kann der Ball von einem Rechtsfuß hier reingeschlagen werden. Natürlich sollte man auch bei den Freistößen in der Offensive die Räume, die gefährlichen Räume besetzen. Welche sind die gefährlichen Räume? Zum Beispiel hier bei einem Freistoß seitlich natürlich der Bereich erste Stange, der Bereich zentral und der Bereich zweite Stange. Das ist sehr, sehr wichtig. Da sollte man natürlich mit den Spielern reden und eine klare Zuteilung haben, damit jeder Spieler weiß, wohin er läuft. Natürlich kann man es auch so machen, dass man absichtlich eine Überzahl in einem bestimmten Bereich schaffen möchte. Zum Beispiel nehmen wir an, wir sagen, wir wollen den Ball hier auf die erste Stange bringen und dann laufen drei Spieler absichtlich in diesem Bereich und vielleicht nur ein Spieler jeweils auf die zweite und hier zentral und natürlich mit dem Ziel, dass der Ball daherkommt. Genauso kann man das natürlich auf die zweite Stange machen. Ganz wichtig, wenn man das zum Beispiel macht, wenn wir sagen, wir gehen mit fünf Spielern rein und wir wollen, dass drei Spieler auf die zweite Stange gehen, dann ist es wichtig, dass wenn dann die drei Spieler dahin laufen, dass wir, ganz wichtig, dass hier trotzdem Spieler diese Räume besetzen. Warum? Weil wenn der Schütze den Ball zum Beispiel nicht daherbringt und er kommt zu flach, dann haben wir noch immer hier Möglichkeiten, um zum Abschluss zu kommen, weil wir wollen ja keine Freistöße einfach so herschenken. Das Thema Freiblocken spielt natürlich auch bei den Freistößen seitlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Zum Beispiel, wenn der Gegner hier unsere Spieler in Manndeckung nimmt, vielleicht in einer Kombination zwischen Raum und Manndeckung, dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel einen Spieler freiblockt. Wie macht man das am besten? Zum Beispiel, wir wollen diesen Spieler hier freiblocken, dann läuft er bei seinem Mitspieler vorbei. Dieser Spieler konzentriert sich auf seinen unmittelbaren Gegenspieler und blockt ihn und so hat er dann einen freien Weg zum Tor. Wie sollte man am besten blocken? Erstens einmal nicht auffällig mit den Händen arbeiten und ihn festhalten. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern man kann es auch sehr oft beim Basketball betrachten, wo sie sich einfach nur hinstellen, so dass der Gegenspieler natürlich nicht durch dich durchlaufen kann. Das heißt, er positioniert sich so hin mit seinem Körper, stellt sich hin, damit der Gegenspieler einfach nicht durchlaufen kann. Das heißt, nicht auffällig ihn festhalten, sondern einfach nur stehen bleiben und ihn stören, damit er nicht weiterlaufen kann. Bezüglich Freiblocken kann es ja auch so ausschauen, dass wenn der Gegner zum Beispiel nur in einer Raumdeckung verteidigt, in einer Linie, dann können wir zum Beispiel auch sagen, wir wollen einen bestimmten Gegenspieler wollen wir freiblocken. Warum? Sagen wir mal, wir wollen diesen Spieler freiblocken. Wie machen wir das am besten? Dann kann es durchaus sein, dass ein Spieler von uns vielleicht schon im Abseits steht, damit er ihn dann hier von hinten blocken kann. Was hat das für einen Vorteil? Natürlich, wenn der Ball hier reingespielt wird und dieser Spieler blockt dann diesen Gegenspieler, wie ich vorher erklärt habe, nicht auffällig mit den Händen, sondern ganz regelkonform. Was passiert? Die Linie lässt sich nach hinten fallen und dann, wenn du ihn blockst, entsteht dann natürlich hier dieser freie Raum
Und wenn ich dann, wenn ich im Vorhinein zum Beispiel mir ausgemacht habe, dass wir uns auf die erste Stange fokussieren, das heißt, wir wollen zwei, drei Spieler dahin bringen, ja, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich diesen Spieler frei blocke und somit wird dann dieser Raum frei und der kann dann schön attackiert werden und dort können wir dann eine Überzahl schaffen. Und wenn der Ball dann natürlich daherkommt, dann kann es natürlich sehr gefährlich werden. Der Bereich bei der zweiten Stange ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Bereich hier bei den Freistößen seitlich. Warum? Beziehungsweise welcher Bereich? Hier zweite Stange. Warum? Erstens einmal kann ich, wie schon vorher erwähnt, kann ich zum Beispiel auch diesen Bereich blocken, indem ein Spieler im Abseits steht und ihn dann vielleicht blockt, damit, wenn die Linie sich nach hinten fallen lässt, dieser Bereich frei wird. Oder aber ich muss ja nicht im Abseits stehen, ich kann ja auch vielleicht hinter dem Spieler stehen und blocke diesen Spieler, wenn der Ball reingespielt wird, blocke ihn und der Ball kommt daher. Warum ist die zweite Stange jetzt so interessant? Weil, wenn unsere Spieler, sagen wir mal, von hier auf die zweite Stange reinlaufen, dann haben sie immer einen Vorteil gegenüber den Gegenspielern. Weil was ist der Vorteil? Wenn die Linie hier steht, schauen sie natürlich zum Ball. Wenn der Ball kommt, lasst sich die Linie natürlich nach hinten fallen und diese Spieler sind ja meistens in einer Rückwärtsbewegung, weil sie natürlich sich nach seitlich bzw. rückwärts nach hinten fallen lassen, wenn ein hoher Ball kommt und wenn unsere Spieler dann hier von vorne durchlaufen, dann haben sie natürlich immer einen Vorteil, was die Sprunghöhe angeht und den Anlauf, weil wenn du hier mit vollem Tempo in diesem Bereich reinläufst, überspringst du natürlich deinen Gegenspieler, der nach hinten läuft und nach hinten wegköpfeln will. Und du, wenn du mit vollem Tempo nach vorne hinläufst, dann hast du, wie gesagt, immer einen Vorteil. Und wenn dann der Ball herkommt, wenn du das Kopfballduell gewinnst, kannst du, wie gesagt, entweder direkt auf das Tor köpfeln, aber meistens ist es so, du gewinnst dann das Kopfballduell und kannst ihn hier wieder auflegen und hier kann dann der Mitspieler ein Tor erzielen. Das heißt, der Bereich zweite Stange ist einfach nur sehr von Vorteil, weil du mit deinem Anlauf einfach deinen Gegenspieler überspringen kannst, weil du nach vorne läufst und der Gegner ist im Rückwärtslauf und muss den Ball so wegköpfen. Auch hier sind die zweiten Bälle ein ganz wichtiges Thema. Zum Beispiel, wenn wir hier mit fünf Spielern reingehen auf den Kopfball, wenn der Ball jetzt kommt, was passiert? Natürlich lassen sich jetzt die gegnerische Linie nach hinten fallen, unsere fünf Spieler gehen nach vorne auf den Kopfball mit, aber was passiert jetzt, wenn der Ball abgewehrt wird, beziehungsweise wenn der Ball einfach da runterfällt in dem Bereich und das sind dann genau die zweiten Bälle und deswegen ist es wichtig, dass wir hier dann unsere zweite Linie sozusagen, dass sie mitgeht, dass sie nicht da stehen bleibt, sondern einfach dann den 16er belagern, um für die zweiten Bälle da zu sein. Ob jetzt mit zwei oder drei Spielern, das kommt ganz darauf an. Wenn zum Beispiel ein Gegenspieler vorne bleibt, dann möchte man natürlich eine Überzahl hier als Absicherung haben, dann geht man halt nur mit zwei Spielern auf die zweiten Bälle. Also da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, auf die man achten muss. Aber ganz wichtig ist, wenn die Linie hier steht, die für den zweiten Ball zuständig ist, wenn der Ball reingespielt wird, dürfen sie nicht stehen bleiben, sondern sie müssen sich auch Richtung gegnerisches Tor bewegen, um dann hier diesen Bereich für die zweiten Bälle abdecken zu können. Natürlich wollen wir, wenn wir einen Freistoß in der Offensive haben, nicht unmittelbar gleich danach einen gegnerischen Konter bekommen. Deswegen ist es wichtig, ständig an die Absicherung und an die Konterunterbindung zu denken. Und wie verteidigen wir das am besten? Wenn wir, sagen wir mal, wie in unserem Beispiel, wenn wir mit fünf Spielern reingehen wollen, um hier ein Tor erzielen zu wollen, dann haben wir noch vier Spieler plus den Schützen. Also fünf Spieler insgesamt noch. Jetzt ist es wichtig, dass wir eine zweite Linie haben, die für erstens einmal für die zweiten Bälle zuständig sind, aber zweitens auch für die Konterunterbindung. Wenn jetzt, ob jetzt 3 plus 1 oder
Wenn hier natürlich ein Gegenspieler ist, dann bleibe ich natürlich nicht mit einem Spieler hier, weil ich möchte eine Überzahl haben, damit ich auf Nummer sicher gehen kann. Dann bleibe ich hier in einem 2 gegen 1. Dann habe ich hier noch zwei Spieler, die wie gesagt für die zweiten Bälle zuständig sind, aber auch für die Absicherung. Und ein weiterer Punkt, auf den man sehr achten sollte, ist, dieser Spieler, der gegnerische Spieler, der in der Mauer ist, kann sich ja dann sofort in einen Konter mit einschalten. Das heißt, den muss man mitberechnen. Wenn der Torwart zum Beispiel den Ball abfängt, dann ist das natürlich ein weiterer Spieler, der im Konter dabei ist. Deswegen kann man das so machen, dass erstens, wenn der Schütze den Ball reinbringt, dass er dann sofort in die Absicherung zurückkommt. Oder man kann sagen, wenn der Schütze gerade den Ball reinbringt, kann er zum Beispiel weiterlaufen für den zweiten Ball und dadurch gewinnen wir zum Beispiel hier einen weiteren Spieler, der dann für die Absicherung da ist. Also ganz wichtig, immer an diese Thematik denken, damit man dann keinen gegnerischen Konter bekommt und je nachdem, wie sich der Gegner natürlich positioniert, wie viele Spieler vorne bleiben, möchte ich natürlich immer eine Überzahlsituation haben und auch an den Gegenspieler in der Mauer denken, weil man den oftmals vergisst, aber der kann sich dann natürlich auch sofort in ein Konter einschalten. Wenn wir jetzt in der Offensive einen Freistoß haben sollten, der zum Beispiel nicht komplett außen ist, also in dieser Außenzone, sondern vielleicht im Halbraum oder vielleicht im Zentrum, dann kann man den Vorteil vom Seitenwechsel ausnützen. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel hier ein Freistoß ist, dann, wenn es natürlich möglich ist, kommt darauf an, wie sich der Gegner auch positioniert, wenn es vielleicht möglich ist, dann kann man vielleicht den Ball zu diesem Spieler rausspielen, erster Kontakt, eine saubere Ballern und Mitnahme und vielleicht dann der zweite Kontakt, dass er hier reingespielt wird. Was ist denn der Vorteil, wenn wir so einen Seitenwechsel machen? Der Vorteil ist der, dass die ganze gegnerische Verteidigung orientiert sich natürlich an dem Ball. Und sie haben sich jetzt so ausgerichtet, dass der Ball von hier reingespielt wird. Wenn jetzt der Ball die Seite wechselt, was passiert? Der Gegner muss sich komplett wieder auf eine neue Situation einstellen, weil vorher war ja der Blick auf den Ball in dieser Richtung. Auf einmal müssen sie sich komplett drehen und in diese Richtung schauen. Und zusammen mit dieser Tatsache, dass wir dann noch reingehen, ist das natürlich für den Verteidiger eine komplett neue Situation und das ist mit Stress verbunden, weil sie müssen jetzt sich wieder neu orientieren, erstens am Ball und zweitens müssen sie den Gegner kontrollieren und das kann dann zu einem Durcheinander kommen. Und deswegen ist es dann für den Gegner auch so schwer, wenn wir die Seite verlagern, dann wie gesagt müssen sie sich neu orientieren, der Gegner kommt, ich muss auf den Gegner schauen, ich muss auf den Ball schauen. Und das können wir dann natürlich ausnützen, um vielleicht hier gefährlich zu werden. Wenn jetzt zum Beispiel in der gegnerischen Hälfte ein Foul gepfiffen wird, dann kann ich ja natürlich auch den Freistoß schnell ausspielen und so überrasche ich somit auch den Gegner, weil der Gegner natürlich Zeit braucht, bis er sich sortiert, bis er sich so positioniert, wie er sich das ausgemacht hat. Und wenn ich dann den Freistoß kurz und schnell ausspiele, dann kann das natürlich von Vorteil sein, weil sie, wie gesagt, noch nicht geordnet sind. Und ein weiterer Moment, was ich mit dem Überraschungsmoment meine, ist, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Varianten. Um Freistoßvarianten durchzugehen, muss man einfach kreativ sein, muss man einfach sich mit der Thematik beschäftigen und heutzutage natürlich kann man ja auch recherchieren, da findet man sehr, sehr viele Varianten bezüglich Freistößen in allen Bereichen, aber nicht nur Freistöße, sondern allgemein Standardsituationen. Aber was meine ich genau jetzt mit dem Überraschungsmoment? Abgesehen davon, dass ich schnell einen Freistoß ausspielen kann, ist es auch so, dass der Gegner nicht weiß, wann der Ball kommt. Nur eine kurze Variante, wenn zum Beispiel hier zwei Spieler beim Ball stehen und dieser Spieler, nehmen wir mal an, nimmt den Ball in die Hand und schaut vielleicht und tut so, als wäre der Ball nicht gut, vielleicht drückt er ein bisschen rein, sagt okay, der ist nicht gut, legt den Ball am Boden hin und sobald er den Ball am Boden hinlegt und dann den Ball loslässt,
macht er einen Schritt zurück und dieser Spieler hat nur eine kurze Distanz zum Ball, vielleicht zwei Schritte, und er bringt dann den Ball sofort rein. Also das ist nur zum Beispiel eine Variante. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist natürlich, dass diese Linie nicht weiß, beziehungsweise sie werden überrascht, und das sind diese Millisekunden, die halt für uns ein Vorteil sein können. Wenn wir das natürlich einstudiert haben, dann können wir reinlaufen und dann sind wir vor dem Gegner, sind wir dann hier in diesem Bereich und können dann zum Abschluss kommen. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Da muss man einfach ein bisschen kreativ sein und sich mit der ganzen Thematik beschäftigen. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Das waren meine wichtigsten Punkte, was Freistoß in der Offensive angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss!